drunken sailor, what shall we do with a drunken sailor lying on the moon? Way, hey, how she rises, way, hey, how she rises, way. Heute fahren wir mit der Vega 2 und mal gucken, ob die Jungs auch ein Messer in der Tasche haben, wie sich das gehört für einen Seemann. Moin. Matrose, was haben wir denn für ein Messer in der Tasche? Was für ein Messer? Messer, ja. Wir haben das Ankermesser natürlich, ne? Logisch. Hören Sie sich das mal an. Sahne. Echt extrem scharf. Extrem scharf. Ja. Gut, dankeschön. Danke auch. Gute Fahrt. Tschüss. Überall auf der Welt sind die Ankermesser von Otter bekannt. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, Variationen, mit Loch, ohne Loch, mit Kordel, ohne Kordel, in Sapeliholz, Grenadil und auch mit Knochen. In rostfreien Stellen und auch in Carbonstellen. Verschiedene Ausführungen, verschiedene Preise. Und wie ich sagte, überall auf der Welt werden diese Ankermesser hergestellt, da da Ankermesser leider gesetzlich nicht geschützt sind. Wie ihr gesehen habt, eignen die sich meiner Meinung nach hervorragend als Vespermesser, ja, da man hinten schön die Butter mit verstreichen kann. Und dadurch, dass wir ziehende Schnitte mitmachen, finde ich persönlich, ist das hier ein perfektes Alltagsmesser, auch wenn die Klingenform recht ungewöhnlich ist. Diese Sheepsfoot oder Schafsfoot Klinge ist vielleicht nicht so unbedingt die schönste, aber wahrscheinlich für den Nutzer die sicherste. Ich habe vorhin, wie ich mit Frau Brehm am Strand war, ihr gezeigt, warum
die Seemänner gerade dieses Messer dabei hatten. Und es ranken sich da diverse Legenden, dass es daran gelegen hätte, dass man versucht habe, ein Messer zu konstruieren, womit die Seemänner sich früher gegenseitig nicht verletzen konnten, was natürlich Quatsch ist. Ja. Das ist immer noch eine Spitze. Aber die Tatsache ist nämlich die, dass wenn der Seemann ein Tau geschnitten hatte und hatte nur noch eine Hand frei, dass er die an der Kleidung zumachen konnte, ja, ohne die Kleidung zu zerschneiden oder sich im Gefahrfall selber zu schneiden. Das ist eigentlich der Grund, warum die Ankermesser diese Sheepsfoot-Klinge haben. Ich war mit Frau Brehm und dem Junior auf dem Boot. Wir haben eine Wattrundfahrt gemacht, haben einen Leuchtturm besucht und ich war bei ihm auf der Brücke und habe gefragt, ob er ein Messer dabei hat. Und er sagte der Folgendes: Ja, ein Ankermesser. Ja? Und da war ich nicht überrascht. Er sagte, das ist das Einzige, womit, wenn wir noch fischen gehen, arbeiten kann und ohne mich zu verletzen. Ja? Bei starkem Seegang, die gehen zwar noch bei Windstärke 8 raus, aber nehmen da keine Gäste mehr mit. Lohnt sich übrigens sehr mit der Vega 2, weil wenn man in Federwaldersiel ist, mit der Vega 2 zu fahren. So, kommen wir nochmal zu den Messern so selber. Ja, es gibt die Ausführung mit Zapeli-Holz, mit Räuchereiche. Ja, das ist hier die Version Räuchereiche. Da habe ich auch schon das Finnmesser vorgestellt. Das ist ein sehr schönes Material. Ottermesser möchte von den außergewöhnlichen Griffbeschalung weggehen, das heißt, was Hölzer angeht, wegen der Nachhaltigkeit und sie möchten halt nicht mehr, dass für ihre Messergriffe edle Hölzer abgeholzt werden, die vielleicht danach nicht mehr so einfach zu kriegen sind oder also man möchte sich daran nicht beteiligen. Also Sabeliholz, Grenadil und Räuchereiche. Es gibt auch welche aus Knochen, also mit Knochengriffbeschalung. Dann haben wir den C75 Stahl, der verbaut wird. Das ist ein Kohlenstoffstahl oder der Rostträge 4034. Die kleinen Modelle haben eine Klinge von 70 mm und 90 mm Griff und wiegen dann in der Regel um die 60 Gramm. Genau kann man das bei so einem Material nicht sagen, denn jedes Holz von jedem verschiedenen Baum hat auch eine verschiedene Dichte und damit auch ein verschiedenes Gewicht. Also so sind so in der Regel plus minus 5 Gramm. Dann haben wir die mit den großen Klingen. Das sind 80 mm Klinge. Ja, die ich persönlich bevorzuge als Begleiter. Die haben dann einen 100 mm Griff und wiegen in der Regel 90 Gramm. Die Version mit der Knochengriffbeschalung haben dann auch noch eine gebläute Carbonklinge. Ja, sieht besonders edel aus, hat aber auch seinen Preis. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Ein Messersammler interessiert das nicht wirklich. Folgendes muss ich aber vorwarnen, wenn ihr eins mit Kordel habt, ja? Langsam schließen, denn die lassen sich immer noch reindrücken, dann kann es passieren, dass man das Lederbändchen zerschneidet. Kann passieren, ich hoffe nicht, ja? Aber da ist Vorsicht zu walten. Das passiert nicht, wenn das normal einschlappen lasst, da passiert gar nichts, aber wenn das reindrückt, dann kann das passieren. Die Preise gehen so in der Regel ab 48 Euro los, in der Regel, wenn ihr so ein Standardmodell holt mit Grenadil oder Sapeli-Holz. Alle haben sie hier einen Anker verbaut, drei Nieten hier und eine Niete hier in der Backe, Edelstahlbacke.
Der ist aber kaum zu sehen. Da muss man schon wirklich genau hingucken. Hinten, die Rückenfeder ist sehr stramm. Innen drin, muss man sagen, innen drin sind die Rückenfedern auch nochmal so weit poliert. Ja? Also es gibt Versionen von anderen Herstellern. Da seht ihr dann, wo die Qualität aufgehört hat. Bei dem hier nicht auch. Ja? Also schön verarbeitet. Ist alles tip top. Keine Spaltmaße. Das Holz ist auch schön verarbeitet. Der Anker ist, ich habe es selber gesehen bei Otter. Ihr wisst ja, ich war bei Otter im Werk. Da wird erst der Anker ausgefräst. Dann kommt der Messinganker oder auch Edelstahlanker, der mit CNC-Maschinen ausgefräst wurde. Passt genau, diese Auslässe, wo dann der Anker reinkommt, wird auch mit CNC ausgefräst, wird verklebt und dann plan geschliffen. Hier ist nichts. Du spürst keine Übergänge, gar nichts. Das ist cool. Das ist halt, wo man sagt, das ist deutsche Wertarbeit. In der Tat, deutsche Wertarbeit. Made by Otter. Wunderschönes Messer in verschiedenen Variationen. Ottermesser bietet übrigens auch Holster an. Hier, pflanzlich gegerbt, handgefertigt in Deutschland. Formgebung Moritz Wenz. Ottermesser, einfach gestochen. Wir haben hier sogar, da haben sie auch dran gedacht, ein Drainageloch, falls da wirklich Wasser reinkommt. Sehr gut, da ist der Anker drauf. Und da passt dann zum Beispiel das kleine rein. Wir müssen uns das mal angucken, ob das große passt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das passt. Knapp, aber es passt. Simple, aber schöne Scheide. Die Gürtelaufnahme lässt sich öffnen, so dass man den Gürtel nicht unbedingt ausziehen muss. Ja? Das haben also auch da haben alles gedacht. Sehr schöne handwerkliche Verarbeitung. Es gibt diese Ottermesser-Sets, Ankermesser-Sets. Auch mit Pflegetüchern, da kommen die sowieso grundsätzlich mit an, mit einem Ballistol-Pflegetuch. Aber es gibt dann noch komplette Sets, womit man die man zusätzlich erwerben kann. Und ich finde, da gibt halt Ottermesser sehr viel Wert drauf. Ja. Ich, für meine Begriffe sind die Ankermesser von Otter einfach die schönsten Variationen. Ja? Und da ich den Herrn Rommel von Ottermesser, also den Inhaber von Ottermesser selber kenne, weiß ich, dass der samstags durch die Werkstatt geht und sich die Bestände anguckt und die rausnimmt, die ihm nicht gefallen und lässt die überarbeiten. Das nenne ich mal Qualitätskontrolle noch vom Chef selber. So, das war mein Review nach, ich glaube, 2 Jahren stolzen Ankermesserbesitzers. Ich kann die uneingeschränkt empfehlen. Packe euch einen Link zu den Ankermessern in die Beschreibung. Und wenn ihr die also bei Otter direkt bestellt, dann ist auch garantiert, dass ihr die volle Qualitäts- oder das Qualitätsmanagement bekommt, sprich, wenn irgendwas dran sein sollte, weiß man bei Otter, wo ihr die gekauft habt und dass ihr dann nicht irgendwie übers Ohr gehauen worden seid. Und es gibt mit Sicherheit auch Nachahmer von den Ankermessern und die wollt ihr nicht haben. So, danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ja, wir sind hier auf dem Land, die Fliegen halten gerade Einzug. Tschüss, Mario, schwenkt der Hut, tschüss vorab und schwenkt die Kapp. Way, hey, out she rises, way, hey, out she rises, her lion.
Martin Lord.